Hi, Mr. Storch. So, dann parken wir hier mal. Tiere, Dünger. Katze. Kaufe ich eine. Braucht ihr auch Futter? Eine Katze im Besitz. Ich weiß nicht, wo ich den Turm. Ein Hahn kann man es noch kaufen. Das wäre doch cool. Kann man auch Hühner verkaufen? Geht das? Eine Kuh kostet 400. Pork. Ich will aber halt, dass sie schwanger werden. Wir können, kannst du immer noch eine kaufen? Dann gar nichts mehr dazu, okay. Düngerpreis. Ich weiß nicht, was Pferd X ist, ne? Das würde mich interessieren. So, passt. Gut, wir gehen. Folgen wir uns einfach unserer Dreckspur. Tschüss, tschüss. Machen wir wieder zurück. Dann gruben wir jetzt unsere. Pflügen wir erstmal unser Feld um, dann gruben wir uns und dann besehen wir uns und dann machen wir die andere Aufgabe da. Dann machen wir zwischenzeitlich aber nicht unseren Kahn sauber, sondern kommen nur her und tanken wir da. Guck mal, das ist immer so ein Video. Das geht hier voll schnell über den Weg. Ist voll geil. Yo, 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 yo. Wo treibt sich eigentlich die Katze rum? Weiß es wer? Können wir vielleicht einen Namen geben? Sir Johnson oder so? Katze. Katze. Hey Katze. Ich lass mal auf. Die wird schon irgendwo rumlaufen. Beine kommen die. Welche Mäuse kommen die noch raus? Mach's weg. Boah, bin ich erschrocken. So, was ist jetzt los? Ich hoffe, wir müssen nicht. Oh, halt, wir sollten vorher noch kurz unser Gewächshaus gucken. So, passt. Weiter geht's. Please, no, please, no. Kann ich verstehen, spult einfach vor. Es ist jetzt halt nicht so das harte Grind-Game oder Mega-Gameplay hier, ne, auf dem Kanal. Aber ich kann es gerade nicht hindern, das tut mir äußerst leid. Ja, damit dazu so ein Farmer da sein. Das war halt rumgrubert. Pflügt. Meine Fresse. Ich werde es auch noch lernen. Ich werde aber komplett dreckig werden lassen. Wir wissen, ob die Reifen dreckig werden, weil wenn die dreckig werden, bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Das würde ich nicht dann null verstehen. Wenn ich
gesagt. Wir müssen ja mit der Zeit dreckig werden. Eigentlich als erstes sogar, so gesehen. What the fuck? Wo kam das Fass her? Kann man die nicht aufheben? Okay. Okay. Ach, da ist noch Raps drin. Uff. Soll ich mir auch mal noch wegbringen, ne? Okay, wenn das Ganze gemacht ist hier, dann bringen wir das Raps weg. Okay, hatte ich jetzt sogar noch mal auf dem Schirm, dass wir noch Raps drin hatten. Das hätte ich jetzt Eminem echt nicht mal im Blickfeld. Okay. Da bin ich jetzt positiv überrascht, könnte man sagen. Ich fange mal ein wenig, da wird ein paar hundert Euro raus. Ich schaue gleich mal nach, ob das so, wie ich jetzt angefahren bin, auch passt. Dürfte, müsste, wäre mal eine Erfahrung, was das so Flügen jetzt betrifft. Aber... ja, sieht gut aus. Wenn man uns nicht die, das Feld machen wir dann richtig schön sauber. Und das andere vorher, wo so ein bisschen ganz komisch war, dann das machen wir richtig. Das ist unsere Challenge. Ich wüsste nicht, wie man jetzt noch. Ja, so ein bisschen Thema. Ich glaube, der ist versaut, ne? Yep. Easy. Helfer einstellen oder so. Geht ja nicht. Wir sind ja nicht beim Landwirtschaftssimulator. Aus die Felder brauchen nicht so scheiße lang, dass wir uns mehrere kaufen müssen. Sind schon jetzt errechnet. Was für eine Lücke. Jetzt? Verarsch mich nicht. Oh, was ist denn da passiert? Nicht den Samen kaputt fahren, bitte, danke. Holy shit! Ja, ich weiß mal so halbwegs hier lang, ne? Das ja, gerade useless, aber komme. Alter Vater. Das wäre halt widerlich. Alter, mittendrin Löcher. Wieso? Hey, aber runter vom Feld. Fräulein. Es gibt ja richtig Stress. Okay, doch. Mann, du. Die Wildschweine, du. Kein Respekt noch vor fremden Eigentum. Ich sag's ja. Von hier an zu hier wird's schlimmer, du. Komm die her, erst die Eltern, ne? Randalieren deiner, bringen sie einen Frischling bei, machen die auch nur Scheiße. Keiner macht mehr ehrliche Arbeit von den Wildschweinen, du. Nö. Also, nö. Ja, da war alles besser. Ne? Ich sag's dir nur. Grafiker, du sagst warm. Warum denn? Es ist warm, sind wir 30 Grad. Oh man, was ist da los? Wie weit soll ich da rüberfahren? War ich echt so knapp?
wäre was. Ach, schon ein bisschen assi, ne? Ich sag's ja nur. Alter, das kann nicht wahr sein, das ist... It's a bug? Nee, das passt. Ganz komisch. Aber das Feld zum Flüge wird übel, ne? Ich sag's nur. Es sind gerade mal 0,8, 0,9, das andere hat 1, irgendwas. Es wird halt heftig. Ein Stück lasse ich jetzt, scheiß drauf. Kann ich es mal nachkorrigieren? Irgendwas denn stimmt, ja. Weil ich schaue immer, dass ich mit dem Reifen hier auf der Grube oder Fläche fahre. Ja. Also definitiv alles mitnehmen. Passt ja auch. Was für eine Scheiße. Mann, du. Ich glaube, das wird nichts mehr mit uns als Farmer. Wir gehen Konkurs. Haben wir noch 500 Euro in den Taschen, ne? Die Hühner zahlen sich eigentlich relativ schnell aus. Ich weiß nicht, ob man einen Typ meint. Klar, wenn ihr Eier roh verkauft, dann bringt er das natürlich nichts. Du musst das Material verarbeiten. Das war aber schon immer überall, so in jedem Farming-Spiel. Dass wenn du das Material verarbeitet hast, du deutlich mehr rausbekommen hast. Vor allem hier kostet ja mal was, ne? Müssen wir mal Strom zahlen oder so. Ah, dumm ist. Ich brauche immer noch mehr Rechner. Wir sind tot. Sie haben 3 Wochen Zeit. Okay, easy. Ich habe bisher Geld verdient, glaube ich. Hoffe. Mann, Alter, ich drehe den Soft ab. Das war's echt. Aber wenn wir mit dem Dings... Es ist eine Frage, warum wir mit dem Pickup nichts einladen könnten. Oder ich bin falsch angeschaltet. Ich bin das falsch angeschaltet statt hinten. Ja? Einfach das ist der Fehler. Ja, sieht auch gut aus. Kannst du ja das Rapsfeld ein bisschen beschissener zum Pflügen, sehen? Ich frage jetzt mal so, für einen Bekannten, der spielt das auch, oder? Und er gesagt hat, okay, also ich raff das jetzt mit den Rapsfeldern, du. Ja, du, also ich bin dann ziemlich sicher, aber ich frage mal die Community nach, ne, die wissen alles. Eben die falsche Auskunft oder so. Also ihr müsst euch angesprochen fühlen, seid selber schuld und ihr wollt wissen, dass es ein Spaß ist, ne? Ihr wisst, wie es ist. Dankeschön. Das ist nur eine Frage, ist irgendeine Klimaanlage da dran? Krass. Wisst ihr, wir haben keine hier auf unserem Trecker, aber da habt ihr unser Silo hat ein Klima. Ja, ist okay. Eine Klimaanlage mit Silo. Anlage. Digga, du hast immer was geschafft. Wie viel Hunger hast du? 65. 65, Mann. Früher waren wir vorher mit der Woche was zum Essen gekriegt haben, du. Und der kommt hierher und dann mosert schon rum. Kriegt man eben mehr was. Ja, also. Absoluter Hammer. Unverständlich. Unverständlich. Haben wir es jetzt mal langsam? Langwierig. Und da beeile ich mich dabei schon. Oh, ja, ich bin auch schon vor meinem größeren Flug haben. Aber ich glaube nicht, dass der noch auf den drauf passt, auf den Träger. Ja, das kleine gelbe Ding schicht da ziemlich raus. Aber wir lassen es sein. Wir lassen es. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir können es ändern und gut ist so, ne? Zunächst bin ich gespannt, wann die erste Früchte kommen. Wann wir die dann verarbeiten, geldtechnisch was rauskommt, ne? Kann auch sein, dass es da mal etliche Stunden dauert. Das ist natürlich cool, ja, geht natürlich schnell. Auch irgendwas Material her eigentlich für die Dosen. Müssen wir eigentlich theoretisch erstmal roh einkaufen, aber naja. Wow.
Okay, ne, ist jetzt zu spät eingesetzt, war aber so. Ich jetzt kein Interesse dran. Das Pflügen kostet voll viel Sprit. Das Kurbern auch. 10 geht eigentlich, da kann man einfach nur pflügen. Aber ich finde es cool, dass er da einen höheren Spritverbrauch rechnet. Ist toll. Man rechnet es ja eigentlich beim bei den Landwirtschaftsmaschinen gar nicht auf Liter pro Stunde oder sowas, sondern auf KW wird das gerechnet bei denen. Was ich echt interessant finde. Hatte ich mal, mich mal speziell zu informieren, dass du überall KW verbraucht und ich so, hä? Okay. Interessante Sache, Bro. Interessante Sache. Aber, ne? Interessant. Aber bis jetzt wird er gar nicht so dreckig wie vorher. Oder dauert es einfach jetzt länger? Weil er frisch gebastelt ist. Ja, gut, haben wir jetzt ganz fake gemacht. Sind wir rumgepaced. Ja, mal gucken. 255, hab ich gesagt. Gut, für das Feld bräuchte man ein bisschen weniger. Das ist kleiner. Oh ja, ich müsste da mal eine Hochrechnung machen, wie viel mir dann für ein A bräuchten. Oder HA, Hektar. Hektar müsste sein. Ein Hektar war ja, glaube ich, 1000 Quadratmeter, ne? HA war Hektar. Ja, glaub schon. Komm, müssen wir mal nachgucken, hab so ein Gewerbe auf dem Handy. Ja gut, das sind ja auch so kleine Schrottdinger da, ne? Die kann man nicht mehr anfangen. Pflüge 67, 68%. Dort rascht aus. Egal, das ist mehr. Das ist mehr wie die Hälfte. Ein bisschen mehr wie ein Drittel jetzt. Mach mal so. Auf jeden Fall die Tomaten mal verarbeiten, haben wir noch Paprika angepflanzt, die tun wir auch verarbeiten. Haben wir das selber essen, aber vielleicht können wir später mal besseres Essen sogar herstellen. Dann können wir das vielleicht teurer verkaufen. Ich verkaufe alles im Typ, wahrscheinlich egal. Wenn das ganze Silo, das ganze Getreide und so weiter natürlich an den anderen. Wir wissen ja schon nicht, wo wir es verticken sollten. Oder wir geben es dafür die Mission natürlich. Da müssen wir aber erstmal schauen, was wir von ihm kriegen würden, was wir dann missionsseitig bekommen und ob sich das überhaupt lohnt. Weil 70 Tomaten insgesamt sind halt schon eine Ansage. 70 Tomaten müssen halt erstmal wachsen. Witziger was, wenn ich sagen, es bräuchte ein Kilo, eine Stückzahl. Weil Tomaten können ja unterschiedlich groß sein. Ich kann denen so Cocktailtomaten geben. 70 Stück insgesamt, also, ne? 30 und 40. Das ist bestimmt voll geil. So. Ja, sind Tomaten, ich hab nie gesagt, welche Art, welche Größe, deswegen sagt man auch was dazu, das sind nur Tomaten, ne? Und das ist eine Untersorte von Tomaten. Das ist not my problem, bro, not my problem. Ich so, aber nix, aber, ihr habt gesagt, wollt Tomaten, hier sind 70 Cocktailtomaten, Geld der sonst lege, Alter. Hol ich in Kassofirma gleich, ja, sag's nur. So muss man mit den Leuten sozusagen reden, verstehen sie es anders, ja. Trust me, I'm more with you. Ich kann mit dem Schwede die Kleidung wechseln. War echt schön. Und eine Badewanne, die funktioniert ja auch schön. So Körperweise, so muss aufs Klo und alles. Das wäre natürlich noch fett. Wenn man gerade einfällt, ist bei Red Dead Redemption auch nicht der Fall. Welches Spiel war denn das? Ach, Death Stranding war es, genau, da muss er pissen. War voll geil. Ich find's witzig. Und wie sieht's aus? 82%, sehr schön. Da haben wir es ja gleich. Müssen wir noch wegrubern? Wie viel haben wir? Ah, 11. Oh, passt. Aber jetzt müssen wir uns da die großen Maschinen leisten können. Puh. Deswegen bleibe ich erstmal bei den Feldern hier. Guck, dass wir die Tiere mitunter Geld verdienen, ne? Und übers Gewächshaus und dann herkommen und da
erstmal was machen, aber. Weil die Tiere brauchen definitiv erstmal Kohle zu verdienen. Das ist zumindest die günstigste Alternative gerade. Wobei man schauen muss, was ein Liter Milch gibt oder eine Kondensmilch halt. Ein Liter Kondensmilch ist schon heftig. Ist, ja. Soll man geben? Gut, okay, Seekost zum Beispiel oder Metro. Genau einige. Das ist natürlich ganz, ganz andere Dimension. Es war damals eine geile Sache auf Facebook. So, ja, 5 Kilo Nutella-Glas, bla bla bla, braucht keiner, bla bla bla. Immer diese Massenkonsum, bla bla bla. Da meine ich drunter schiebe, und ich auch mitunter. Hallo, das sind völlig normale Gastrogröße. Nur weil ihr es nicht kennt, ihr Affe, also Affe natürlich jetzt nicht, aber da habt ihr sich dann dazu gedacht schön. Ja, ich glaube, die echte. In der Gastronomie kauft man normale Nutella-Gläser von der Größe her. Das ist halt dumm. Und zudem hast du auf das 5 Kilogramm Nutella-Glas oder Eimer eher ein viel besseres Kilo-Preis-Verhältnis. Ist so Gläsle. Nutella einfach auf einen Schlag viel mehr verkauft. Das ist natürlich auch dementsprechend günstiger. Da gibt es auch 20 Kilo Soßenbinder. Packungen, ne? Brauchen wir am Lebtag nicht. 20 Kilo Speisestärke, glaub das ist sagt, voll sick. Und die Leute gleich mal rumgeflirt, ey, voll geil. Voll die Breitseite, richtig Affe. So dumm, haben sich ja informiert und nachdenkt. Immer wieder da, bei jedem, bei allem, denk mal so. Ist man eigentlich nur blöd und eigentlich dazu da, um zu meckern, oder? I don't understand it. Wenn mir etwas suspekt vorkommt, dann informiere ich mich doch mal. Also rein theoretisch bräuchte man heutzutage, weil jeder, so ziemlich jeder Mensch ein halbwegs potentes Smartphone hat, um irgendwie mal da was zu googeln oder zu schauen, ne? Aber, ja. Weil gut, wenn man Facebook hat, dann hat man zu, sagen wir zu 99% auf dem Smartphone. Da wurden Facebook meiste Abgriffe, ich immer davon aus, dass Smartphone sei. Also, Fakt hat, dann nur Fragen, ja, dann nur Fragen. Es fällt schlecht, Assi könnte es sein. Ich sei ja nur Fragen, ne? Ja, ich habe mir den Test vorhin durch mit dem letzten Rutscher. Genau, 100%, natürlich nur 100%, nein, jetzt sind es 100%. Hallo, Feuer. Dann kommen wir dazwischen durch, dann wird gegrubert. Dann wird gedüngt, irgendwann mal, wenn wir genügend Dünger haben. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert, aber ich bin mir sicher, wir müssen sogar düngen, bevor wir grubern. Eine höchst interessante Frage, Herr Bugge. Eine höchst interessante Frage. Ne, warte mal. Weiter zurück. So. So, wunderbar. Der Kuba ist da drin. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, der Scheiß wächst nach. Mach mal kurz mal eins. Wäre natürlich nur allzu realistisch, ne? Dabei realistisch, wenn wir das Blatt fahren könnten. Boah, kein Unkraut auf dem Feld. Den Biodünger, ne? Der auch keine Bienchen killt, ganz wichtig. Bienchen sind wichtig. Ganz, oh, überlebenswichtig. Die wechseln jetzt mal am Arsch, so komplett. Wobei, da gibt es einen Haufen Jobs. Wenn jeder von euch hier, oder können viele herkommen, wenn jeder von euch, ne? Aber viele herkommen und Blüten bestäuben. Viele habe ich Spaß.
Gut, machen wir da wieder zu. Ich hoffe, das wächst auch ohne Dünger, das sag ich ja. Scheiße, wenn nicht. Na, das passt schon. Müsste aber. Müsste nichts ausmachen. Ah ja, 21% ungefähr hat er verbraucht für das Feld. Zippala. Und wir sind schon seit, ja, längerer Zeit dabei, das Platz zu machen. Oh. Eieiei, Digga, chill deine Basics. Ey, caramba. Na, 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 na. Also manchmal muss man auch mal so für die Coole sind. Ja, ich weiß, ich fahre im rechten Reifen einmal drin, aber da haben wir relativ wenig übrig. Also manchmal ist das Gelände etwas arschlochmäßig. Das ist mit dem Aussehen am elegantesten, muss ich sagen. Aber der macht das Feld im Grunde eigentlich nur wieder klar. Das, was der Pflug versaut hat, macht der Kurve auch wieder sauber. Aber was ja wichtig ist, dass der Boden aufgelockert wird. Weiß auch inzwischen Farmarbeiten gibt oder Feldarbeiten eher, wo man das Feld nicht umflügt. Aber kurz mal so ein bisschen bei Ecosia. Wie genau es funktioniert, war ja allerdings nur Plan. Geht aber. Okay, gut, why not? Und weiter geht die Wellefahrt. Genau, die Kuhle nämlich, die machen uns das Leben schwer. Nur mit dem Spielzeugreifer da und dem Spielzeugdurchsetzungsvermögen, was der hat. Deine Billo-Reife vorne. Die Fahrradreife. Das ist aber es wird ja. Ich bin mal gespannt, habe ich schon gesagt, Tomaten? Naja, habe ich gesagt, ja genau. Und Paprika und so und alles. Müssen wir mal schauen, dass wir Sachen anpflanzen, dass wir Rezepte rauskriegen daraus. Na? Und dann können wir es nicht im Gegenzug auch verkaufen. Besser verkaufen. Also, ich glaube, irgendwie ist es super Bauerneintopf, das ist mal. Dann brauchen wir auch ein Bild dafür. Dann gucken wir mal, wo wir das herkriegen. Oder müssen die farmen? Das kann natürlich auch sein, was natürlich umständlich wäre. Sehr umständlich. Wenn ich ehrlich gesagt auch nicht Interesse dran hat, da jetzt eben die Pilze zu grinden. Wenn, dann züchten wir die. Ob es im Gewächshaus geht. Sehen Sie, wenn das Licht ausgeht. Yay! Mr. Drecker, bitte bleiben Sie ruhig, nicht so grobby. Danke, Fan. Meine Frau, die ist heute Group Magic Mike. Irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Mit der Schwiegermam. Sollen sie ruhig, dann können wir ihn ruhig zocken. Das hat gepasst. Okay. Das sind so Fragen. Ich will jetzt nicht leider so knapp, aber ich glaube, wenn man so einen Ausrasch wieder vom Träger kommt, muss man dann wieder ein Loch dran haben, so wie rechts gerade. Wobei, ich glaube, da war die Pflanze vorhin ein Stückchen, was wir nicht erwischt haben, ne? Kultiviert, nennt man das Ganze dann. Ah ja, so. Ja, dann der Dünger und dann Dings drüber. Eigentlich.